Was wenden wir jetzt an? Die Ableitung von Potenzfunktionen kann man damit nun ausrechnen. Also die E-Funktion, die eulersche Zahl, sind Universalwerkzeuge. Mit denen will ich jetzt bestimmen, was die Ableitung von x hoch n ist. Das haben Sie, glaube ich, alle in der Schule mitgenommen, aus der Schule mitgenommen. Was ist die Ableitung von x hoch n? N mal x hoch n minus 1. Und zwar nicht nur für n gleich 42 und n gleich 2, sondern auch, ich schreibe es mal, für n gleich 2, für n gleich 42, aber auch für n gleich 1/2. Die Wurzelfunktion ableiten, n hoch 1/2, ist 1/2 mal n hoch minus 1/2. 1 durch 2 mal die Wurzel. Hoch minus 3, x hoch minus 3 wird minus 3 mal x hoch minus 4. Oder x hoch Pi, wenn Sie so wollen. Das ist, glaube ich, kein so praxisrelevantes Beispiel. Und was auch immer. Also egal, welche Potenz Sie bilden, eine konstante Potenz, das muss ich aber nochmal sagen. Dieses n ist eine Konstante. Wenn da x hoch x steht, sind Sie gefährlichst vorsichtig, das ist was anderes. Die Ableitung von Potenzfunktionen, dann wäre es auch keine Potenzfunktion mehr. X hoch eine Konstante, x hoch 42, x hoch 23, x hoch minus 15, x hoch 1/2. Alle diese Funktionen kann man mit dieser Regel dann erschlagen, die Sie alle schon kennen. Und wir zeigen jetzt mal, warum das so sein muss, mit Hilfe der Exponentialfunktion. Ich will ableiten x hoch n nach x. Und jetzt schreibe ich x hoch n mit Hilfe der Exponentialfunktion. Sie haben eben schon gesehen, das war der Trick hier beim natürlichen Logarithmus. X ist gleich e hoch ln von x. Derselbe Trick nochmal hier. E hoch ln von x, das ist x, davon bilde ich die nte Potenz. Und jetzt leiten Sie ab mit Hilfe der Kettenregel. Schulmäßig macht man gerne was mit Binomi und so weiter, aber dann hat man hier nur die ganzen positiven Potenzen. Es geht ja wirklich auch für krumme Zahlen. Hier geht es gleich auch für krumme Zahlen. Wenden Sie mal die Kettenregel an. Ich muss nochmal klar machen, in welcher Reihenfolge ich das haben will. Nicht das hier oben einsetzen. Ich möchte das hier oben ja begründen. Denn, steht da, also das hier oben soll rauskommen als Regel. Ich möchte diese Regel herleiten. X hoch n schreibe ich um auf diese Weise. Hoch n, jetzt kommt nicht die Regel, die ich ja noch begründen will. Was ich aber schon weiß, ist, dass ich e hoch ln von x hoch n zusammenfassen kann. Arbeiten Sie mal in die Richtung weiter. E hoch ln von x hoch n zusammenfassen. Mit den Sachen, die wir bisher hatten. Blenden Sie mal aus, dass Sie das ja schon wissen. Ich möchte es begründen, auf einfache Weise begründen. Die Potenzrechengesetze, Sie fassen zusammen. E hoch irgendwas hoch irgendwas und kriegen e hoch n mal den natürlichen Logarithmus von x. Eine Potenz einer Potenz. Als ob Sie rechnen, 10 hoch 2 hoch 3. Zwei Faktoren 10, dreimal hintereinander, sind 6 Faktoren 10. Und das hier die Verallgemeinerung. Die beiden multiplizieren. Ich schreibe das n mal nach vorne. Sie hatten jetzt meist das n nach hinten geschrieben. Das n finde ich vorne etwas hübscher. N mal Logarithmus von x. Und jetzt sehe ich eine äußere Funktion, das ist die Exponentialfunktion. Ich sehe eine innere Funktion, das ist n mal den natürlichen Logarithmus und kann mit der Kettenregel ableiten. Die äußere Ableitung, die Exponentialfunktion ableiten, gibt wieder die Exponentialfunktion. Denken Sie an f' von g von x. Ich setze jetzt die innere Funktion ein, n ln von x. Das ist die äußere Ableitung an der Stelle, die mir die innere Funktion angibt. Mal die innere Ableitung, n mal 1 durch x. Wir hatten schon die Ableitung vom Logarithmus, vom natürlichen Logarithmus, das war 1 durch x. 42 mal den natürlichen Logarithmus ableiten, ist 42 mal 1 durch x und so weiter. N ist eine Konstante, ihr müsst sich nicht mit der Produktregel ran. Einige hatten das mit der Produktregel, geht auch, ist ein bisschen aufwendig. Dann finden Sie eben, na, n abgeleitet ist gleich 0. Das ist überflüssig, direkt. N mal den natürlichen Logarithmus ableiten ist n mal 1 durch x. Und der vordere hier, selbe rückwärts, was ich hier vorwärts gemacht habe, e hoch n mal ln von x, e hoch n mal ln von x ist e hoch ln von x hoch n, ist x hoch n. Hier steht einfach x hoch n, auf sehr komplizierte Weise x hoch n geschrieben. Und dann bleibt da x hoch n mal 1 durch x, x hoch n, Sie nehmen einen Faktor x weg, dann haben Sie nur noch x hoch n minus einen Faktor und das n haben wir da noch. Das ist die übliche Regel und sie ist jetzt eben begründet
in gewisser Weise sogar bewiesen, nicht nur für ganze Zahlen n, 42, 3 Millionen, sondern auch für negative Zahlen, für gebrochene Zahlen n, das geht für alle durch. Ich habe gar nicht genau geguckt, was für ein n das ist da. Das geht für alle möglichen Zahlen n durch. Wenn Sie die n-te Potenz ableiten, kriegen Sie also n mal die n minus erste Potenz, auch wenn Sie hier eigentlich eine Wurzel gehabt haben oder einen Kehrwert gehabt haben. Das ist vielleicht als Anwendung gerade noch spannend. Das heißt, wenn ich den Kehrwert ableite, kriege ich was raus? Folgerung. Wenn ich den Kehrwert ableite, kriege ich also was raus? So, was hier steht, ist x hoch minus 1. Vielleicht schreibe ich das nochmal. Das ist x hoch minus 1. Und jetzt kommt unsere Regel fürs Ableiten von Potenzen, die auch für negative Zahlen gilt, so wie wir sie hier begründet haben. Wir kriegen also minus 1 mal x hoch minus 1 minus 1. Minus 1 mal, vielleicht in Klammern, x hoch minus 1 minus 1. Das macht minus x hoch minus 2. X hoch minus 2 heißt 1 durch x². Das ist die Ableitung vom Kehrwert. Minus 1 durch x² wird die Ableitung von 1 durch x werden. Als Anwendung dieser Regel für die Ableitungen von Potenzen.